Ja. Nach der Ja. Folter. Das wird aber an der Stelle noch, glaube ich, noch nicht verraten. Ich glaube, dann sagt er irgendwie, ja, das ist das Ende vom Hinweis, den Rest musst du dann selber rauskriegen. Irgendwo Ja. so, Ja, dann kommt man auch schon, ja, was heißt schon? genau. Schon, schon ist gut. Danach kommt man auf jeden Fall in die Halle, in der Metal Gear Rex gelagert wird. Und man belauscht dann ein Gespräch zwischen Liquid Snake und Revolver Ocelot, wo dann halt gesagt wird, dass für den Abschuss halt alles soweit bereit ist. Also die Sprengcodes wurden eingegeben. Und dann wird halt gesagt, dass Liquid, ja, Liquid sagt es glaube ich nie, also wird erwähnt, dass die zusammenarbeiten mit einem russischen Colonel namens Golukovic, der gerne dann das Metal Gear System kaufen möchte. Und Liquid macht dann den Vorschlag, dass sie sich lieber mit seinen Armeen verbünden sollen und sich dann da in der Anlage da verbarrikadieren wollen, weil sie ja dann wahrscheinlich durch die Atomrakete, die sie abschießen würden, einen Atomkrieg auslösen würden. Und dass sie da an der Stelle oder an der in der Basis halt gut davor geschützt werden, weil irgendwie sowas in der Richtung ist das, glaube ich. Ja, genau. Ja. Und Und ja, ja, willst mach du? du es. Okay. Also Snake. Liquid Snake und Revolver Ocelot, die kriegen dann auch mit, dass Snake vor der Tür steht und lauscht und guter Schütze wie Ocelot halt ist, mit einer Hand ballert er Snake die Karte, die Schlüsselkarte aus der Hand, die dann ganz unten in dieser giftigen Jauchegrube rumliegt, beziehungsweise manchmal wird sie auch von der Ratte verschleppt, beziehungsweise gefressen, muss man die Ratte abknallen, zumindest auf der GameCube-Fassung. Ja, ist, im Original ist das manchmal auch so. Aha, ja, kommt glaube ich drauf an, wie schnell man wieder unten ist. Glaub, damit hat das was zu tun, na ist egal. Jedenfalls, wenn man die Karte wieder hat, wird man dann nach einer Weile von Otacon angefunkt, der einem dann endlich das Geheimnis verrät, was mit den drei Schlüsseln auf sich hat, weil man ja immer nur noch einen hatte. Und zwar ist das Ding temperaturabhängig. Das wird und je nach Temperatur verformt sich das Ding so ein bisschen. Und das ist auch der Grund, warum ein Hochofen und ja, so eine Tiefkühlkammer zwischen auf dem Weg zur Halle mit Metal Gear sich befunden haben. Und deshalb muss man halt auch die Schlüssel je nachdem anpassen. Man muss also eine Weile im Hochofen stehen bleiben oder in dieser Tiefkühlkammer und dann in die dafür vorgesehenen Computer reinschieben, sodass dann Metal Gear deaktiviert werden soll. Aber dann, oh, kommt der große Plot-Twist. Nämlich, jetzt bist du wieder dran. Bevor ich das erwähne, wollte ich eigentlich noch sagen, wir haben ja eigentlich noch die Geschichte um Naomi Hunter vergessen. Und zwar wird man ja von Master Miller im Verlauf des Spiels mal angefunkt, dass er den Hintergrund, so die Hintergrundgeschichte um Naomi so ein bisschen erforscht hat, weil Naomi erzählt irgendwann mal, dass ihr Großvater ein asiatischer Ermittler beim FBI war unter J. Edgar Hoover, und wie viele ja wahrscheinlich wissen, ist Hoover wohl einer der größten Rassisten, die jemals gelebt haben. Und deswegen hat er das halt nachgeprüft und dann Liquid erwähnt auch noch mal irgendwann den Begriff Foxtie, was aber natürlich, was dann sich als so eine Art Virus herausstellt, der angeblich Kenneth Baker und Decoy Octopus, also als DARPA-Chef, getötet haben soll. Also das soll dann so hinter diesen Herzinfarkten stecken. Aber kommen wir dann zurück zu diesem großen Plot-Twist, der dreht sich nämlich auch nochmal um Master Miller. Und zwar hat sich hinter Master Miller niemand anderes versteckt als Liquid Snake. Oh Gott. No! Denn der echte Master Miller ist seit einiger Zeit schon tot. Ist nicht so, dass im zweiten Teil, also Metal Gear 2 Solid Snake, dass das da auch Liquid ist. Aber wer ein gutes Gehör hat, also zumindest in der englischen Fassung, hört man das relativ deutlich, weil es logischerweise derselbe Synchronsprecher ist bei Liquid und bei Master Miller. Aber wenn man es natürlich nicht weiß, dann vermutet man es auch nicht. Also Ja. ist schon
Ziemlich genial gemacht. Auch noch bevor das Ereignis passiert, wird Naomi Hunter verhaftet von Colonel Campbell, weil sie angeblich mit den Terroristen zusammenarbeiten würde und wohl verantwortlich ist für den Tod des DARPA-Chefs und von Kenneth Baker, weil sie ja dieses Virus Foxtie erschaffen haben soll. Ja. Nachdem er sich dann Liquid dazu erkennen gegeben hat, dass er Master Miller war, wird man dann eingeschlossen in einem Raum. Dieser wird dann mit Gas gefüllt und darin soll dann Snake sein Grab finden, was natürlich nicht passiert, denn er hatte einen Kumpel namens Otacon, der nicht nur Wissenschaftler ist, sondern auch ein Hacker. Nerd. Ja, der hackt sich dann durch die Sicherheit und lässt Snake frei und ja. Dann trifft man auf Liquid. Der dann nochmal, erzählt er da schon, dass die beiden Klone sind von Big Boss? Ich glaube ja, oder? Haben wir jetzt eigentlich überhaupt erzählt, dass man durch die drei Schlüsselkarten Metal Gear eigentlich erst aktiviert hat? Stimmt. Oh Mann. Das war doch der Plot-Twist. Ach so. Den habe ich eigentlich gemeint. Ja. Dann entschuldige ich mich nochmal. Wir spulen einfach nochmal zurück. Vielleicht sollte ich das dann wirklich beim Schneiden so machen. Ja, wenn es irgendwie geht. Ja, ich versuche das nochmal dann zu retten, was zu retten ist. Ja. Also es ist so, dass man diese Schlüssel halt nur dreimal verwenden kann. Also einmal normale Temperatur, dann einmal niedrige und einmal hohe. Und wenn der Sprengcode aktiviert ist, was ja Liquid und Ocelot gesagt haben, dass er aktiviert sein soll, wird er deaktiviert und eben umgekehrt. Und man kann das halt dann nicht wieder andersrum machen. Also einmal, dreimal gebraucht an den drei Terminals, dann ist diese Einstellung endgültig. Und natürlich passiert es so, dass der Sprengkopf deaktiviert war und Snake ihn erst dann aktiviert. Oh Gott. Ja. Dann wird das halt natürlich dann so dargestellt und wie es dann ja auch so ist, dass Snake für eine viel größere Sache dann praktisch missbraucht wurde. Und zwar... Ja, so, wurde er dazu missbraucht, dann diese ganzen Informationen sollte er eigentlich beschaffen für das Pentagon. Er sollte die ganzen Foxhound-Mitglieder töten, damit das Pentagon praktisch Metal Gear in unbeschädigten Zustand zurückkriegen kann und es dann selber als Waffe für ihre eigenen Zwecke missbrauchen kann. Ob die dann nobel sind oder nicht, das sei mal dahingestellt. Amerikaner halt, ne? Ja. Und Foxtie sollte, glaube ich, nebenbei auch noch ausprobieren, oder? Hä? Sollte er nicht auch mal Foxtie ausprobieren? Ja, er ist ja mit Foxtie infiziert worden. Und er ist praktisch der Träger dieses Virus, was ja dann den Tod zur Folge hatte von Donald Anderson und Kenneth Baker. Also man muss dazu sagen, dieses Virus ist durch Nanomaschinen programmierbar, sodass es halt nur bestimmte Leute quasi befällt. Ja, mit dem Snake dann Kontakt hat. Genau. Naja, jeweils der Liquid und Snake unterhalten sich dann, während Liquid den Metal Gear besteigt, also Rex, und erzählt dann halt noch ein bisschen was über Gene und kommt dann halt auch raus, dass die beiden quasi Zwillingsbrüder sind. Und dann folgt auch der große Kampf schon gegen, ja schon, gegen Metal Gear. Und wo Snake dann relativ überraschend noch Schützenhilfe bekommt von Gray Fox, beziehungsweise dem Cyborg Ninja. Und naja, recht auch wieder so leicht B-Movie mäßige Szene ist, als der riesige Metal Gear ein bisschen herumstampft und Gray Fox und Snake sucht und die beiden verstecken sich einfach hinter irgendeiner großen Kiste. Ja. Erzählen sich erstmal nochmal ruhig ihre Lebensgeschichte. Ja. Was passiert ist seit dem Kampf in Sansibar. Ja, und dass Gray Fox ja praktisch damals Naomi großgezogen hat, die, wie man dann auch erfahren hat, nur eine gekaufte Identität hatte. Sie war eine Waise, ich glaube, aus Rhodesien, was heute dann Simbabwe heißt.
Und er hat sie halt großgezogen, weil Eru irgendwie dann mal vorher ihre richtigen Eltern getötet hat. Wahrscheinlich dann mal irgendeinen Kriegseinsatz oder so, oder mit Sicherheit. Ja. Und ja, dann sagt er halt zu Snake, ich habe noch ein letztes Geschenk für dich. Er zerstört dann diese, so eine Art, ja, so ein Radarschirm oder so ein Radarschild, mit dem Metal Gear praktisch dann sehen kann. Und kurz darauf segnet er dann leider das Zeitliche. Wird zerquetscht, zerstampft. Ja, und danach hört man wohl den emotionalsten Fox-Schrei in der Geschichte der Videospiele. Ja. Man müsste jetzt mal sehen, wie viel O's das im Untertitel gewesen sind. Na, jedenfalls bei dieser... Noch nicht mal bei Lilith Wars auf Nintendo 64, wenn man da